Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Und zwar herzlich willkommen heute erstmal zurück von einer brandneuen Map, von einer Map, die keiner von euch jemals, ja, gesehen vielleicht schon, möglicherweise zufällig, aber gefahren ist sie von euch bestimmt noch keiner. Ich darf euch heute exklusiv die Map Essen vorstellen. Natürlich in einer Alpha-Version und Work in Progress. Und ja, muss natürlich erstmal vorab sagen, heute, ihr merkt es, ich bin immer noch stark verschnupft und bitte das mal entschuldigen heute. Mal wieder, ja. Und ich habe hier unseren Citaro OM457HLAEV EcoLife. Wer eben das Ganze jetzt zu schnell war, in der Beschreibung steht nochmal alle drinne. Mit Download-Link natürlich. Und ja, der Gerrit ist der Erbauer dieser Map. Projekt Essen nennt sich das Ganze. Ist die Version 0.2, die ich hier fahren darf. Eine Alpha-Version ohne Linien. Das heißt also ohne Fahrplan. Wir können die Linie 170 heute schon fahren. Das werden wir auch tun. Und ein paar Bauabschnitte kann ich euch nachher auch noch zeigen. Aber erstmal werden wir Linie 170 von Borbeck Bahnhof nach Leimgardsfeld fahren. Mit dem EWAG-Bus natürlich. So gehört sich das hier. Und ja, werde ein bisschen was drüber sagen über die Map. Finde sie generell ganz schön. Trotzdem werde ich natürlich auch ein paar Tipps noch geben. Manche nehmen das wieder als Kritik wahr. Aber eigentlich sollen es nur immer ein bisschen ein paar Tipps sein zur Verbesserung. Also ihr wisst ja, ihr könnt mir immer gerne eure Beta-Maps, Mods etc. schicken. Fragt einfach an per YouTube-PN oder schickt mir eine E-Mail. Meine geschäftliche E-Mail-Adresse findet ihr bei der YouTube-Kanal-Info auf meinem Kanal. So. Genug gelabert, wir starten unseren Bus erstmal hier. So, Hofdatei hat er mir auch noch geschickt. Und zwar, wenn wir hier Route 1 eingeben, das ist unsere Route. Dann steht 170 Leimgardsfeld dran, ne? Das ist ja alles richtig, ne? Wenn ich jetzt Route 2 eingebe, steht gleich genau dasselbe. Also das heißt, es ändert sich nicht. Aber ihr seht hier, jetzt bin ich jetzt auf W und nicht auf Q. So, das heißt also, ist die andere Richtung, Route 2. Wir bauen die Route 1. So, steht vorne trotzdem dasselbe dran. Ne? So. Ja, also kein Fahrplan, das bedeutet auch, wir werden ohne Fahrgäste fahren. Das sollte aber nicht weiter tragisch sein. Also, 170 in der Realität anscheinend bis nach Steele fährt er da. Also wie gesagt, ich habe von Essen nicht wirklich eine Ahnung. Ich fahre mal am Hauptbahnhof, aber bin da mal umgestiegen, aber mehr habe ich in Essen noch nicht gemacht. Deswegen kenne ich mich auch nicht hier so aus in Essen. Fakt ist, hier ist auf jeden Fall die Einstiegshaltestelle. Hier haben wir eine DFI. Hier oben soll dann der Bahnhof sein. Hier ist er genau. Ah ja. Sehr schön, erst 9 Wuppertal, genau, die sind wir ja auch schon mal gefahren, auf der Map Gladbeck, in der V6. Ja, also ich finde den Bahnhof, den finde ich gar nicht so schlecht, ne? Echt ganz schick bisher. So, dann fahren wir mal vor. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es in der Realität hier aussieht, das werden nur die Leute wissen, die aus Essen kommen. Aber hier hat man auf jeden Fall aus Alheim die Objekte von David M. benutzt, die Paketstation. Ist immer auch so eine Sache, ob man das darf, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich denke mal schon, dass es erlaubt, das alles zu verwenden. Ja, da ist also dieser Patch hier auch mit drin, hat er mir dann noch geschickt, der Gerrit. Wir haben eine schöne Totaltankstelle. Ich habe euch in der Beschreibung nochmal den Link zur Facebook-Seite vom Projekt Essen verlinkt. Also bei Interesse gerne dort vorbeigucken. Dort hat Gerrit auch immer ein paar Informationen regelmäßig und ist so ähnlich wie Omsi Map Gladbeck bei Facebook. Omsi Projekt Gladbeck heißt das ja jetzt. Denkt dran, das ist eine Alpha, das heißt, dieses verschwindende Auto und so weiter sollten wir alle noch nicht ganz so übel nehmen. Ja, was nach wie vor noch chaotisch ist, sind die Hilfspfeile. Ihr seht es hier, ne? Würde ich empfehlen, einfach die gelben Pfeile zu nehmen, das ist deutlich besser. Das ist nicht so verwirrend.
Wir fahren hier links, also ich bin ja schon mal ein bisschen hier gefahren auf der Map. Ist ganz schick. Es gibt hier in der Fahrplanauswahl, da gucke ich gerade mal, 101 und 106 gibt es noch. Allerdings haben die auch noch keinen Umlauf drin, ne? Also nur mal so als Information, was da noch so gebaut wird. Die 170 ist anscheinend schon relativ weit und die können wir hier fahren. Die müsste auch als einziges in der Hofdatei drin sein. Ich kann ja mal gucken hier, Linie 101. Die müsste noch nicht mit drin sein. Doch, doch, die ist auch schon mit drin. Okay. Hat auch Leimgarzfeld drin, ne? Ja. Oder wenn ich jetzt 111 eingebe. Okay, also dann sind wirklich nur die 106, 101 und 170 in der Hofdatei. Ja, also die Hofdatei werdet ihr das am Ende sehen. Also man kann das, die Hofdatei, die kann man noch immer verändern. Also dass da noch nicht alles perfekt ist, ist nicht weiter tragisch. Also ich finde es hier schon mal, Borbeck Bahnhof finde ich schon mal deutlich besser als irgendwie manche Bahnhöfe auf mit Gladbeck. Ansagen sind noch nicht mit drin. Ja, hier Backdrop. Weiß ich nicht, ob das so bleiben soll. Aber es sieht ganz schick aus, ne? Also, wir haben natürlich relativ wenig Umgebungsverkehr, das muss noch angepasst werden. Also ich habe hier ganz normale Einstellungen wie immer drin. Ne? Und hier haben wir die Rechtsstraße. So, dann gucken wir uns hier das mal an. Das sind auch realistische Schilder, schön Verkehrsbund oder Verbund Rhein-Ruhr, wie auch immer das heißt. Und die EWAG. Sehr schön. So, jetzt war hier die Frage, wir müssen hier links fahren. Hilfspfeil fehlt hier. So, also für alle, die hier nicht so Ahnung haben im Ruhrgebiet, Bottrop und so, sollte natürlich die meisten schon bekannt sein. Von der Map Gladbeck. Da haben wir eine Nidel. Ist der Wolfsbankring, alles klar. Wartet mal hier, die Haltestelle, ja, ein bisschen zu tief gesetzt, ne? Ah, da müssen wir mal im Editor nachgucken. Normalerweise sind es ja immer 0,25. Also der Z-Wert ist ja immer 0,25. Weiß nicht, ob man den da auf 0 gelassen hat. Ist mir auch immer mal passiert. Jetzt haben wir die Autobrennerstraße hier, genau. Diese Haltebuchten finde ich schön. Also die gefallen mir echt gut. Auch hier, der Tor ist ein bisschen zu tief und auch das Schild dürfte ein bisschen zu tief gesetzt sein. Wie gesagt, nur gut gemeint. Keine Kritik. Keine, ja, negative Kritik. So nach dem Motto, boah, das ist scheiße hier, das darf gar nicht sein. Völlig legitim, ja, dass es noch nicht perfekt ist und dass hier so kleine Sachen sind. Aber was haben wir denn hier? Moment, das gucken wir uns alles mal an hier. Hier haben wir die Schulbusse nämlich. Sehr schick, auch hier noch mit anderen Haltestellenschildern. Gefällt mir. So, und hier ist es jetzt, glaube ich, nee. Wie war das hier? Moment, es gab irgendwo eine Szene, da war das ein bisschen chaotisch. Also, die Map ist allgemein ein bisschen chaotisch an hier. Also, ich glaube hier, genau. Dann fahren wir hier und da hinten müssen wir dann wenden. Ja. Dann fahren wir jetzt erstmal hier rechts und dann gucken wir mal weiter. Weil auch wenn das hier nach links ausgestellt ist, ich würde euch gerne mal zeigen, rechts müssen wir dann hier.
Weil ich glaube hier, wenn du hier fährst, dann geht es einfach wieder zurück, ganz normal. Du drehst hier sozusagen einmal und fährst dann wieder nach Borbeck Bahnhof zurück. Genau, fährst du hier durch und dann hast du hier die... Nee, auch nicht. Also, doch hier, du drehst im Prinzip... Lol, was ist mit meinem Bus los? So, aber wir fahren jetzt einmal kurz hier rechts und dann drehen wir dort und fahren den anderen Weg. Wahrscheinlich soll es so auch sein. Also das sah ich schon beim ersten Mal nicht durch hier. Ich bin ja, wie gesagt, schon einige Male gefahren. Wir müssen jetzt normalerweise links fahren, ja. Also das heißt, dort, wo die Bahn noch lang fährt. Hier würde wahrscheinlich eine Ampel in der Realität sein. Riesenkreuzung hier. So, also hier sagt er uns schon, wir sollen gar nicht hier lang fahren, wo wir jetzt hier sind. Wir sollten eigentlich da links fahren, nach Philippusstift. Aber ich will euch das ja auch nochmal zeigen. Es ist ja, wir fahren ja ohne Fahrplan, ohne allem hier. Also hier ist es noch nicht so weiterentwickelt. Hier wird auf jeden Fall bestimmt noch ausgebaut. So, jetzt wird er nochmal laut hier mit dem Lenkrad. Also die Ampeln funktionieren auch einwandfrei hier. Da habe ich immer ein bisschen Probleme im Editor mit den Ampeln. Die gehen mir immer ziemlich auf den Sack. Ja, das Repaint ist von R&W. Also Repaints wurden hier nicht mitgeliefert. Noch nicht. Da ja schon gute da sind, ne, von der EWAG. Wäre ein bisschen unnötig dann, ne? Ist eigentlich schade drum um die Zeit dann. So, jetzt habe ich die Ampeln eigentlich gelobt. Wahrscheinlich ist sie dauerhaft rot hier, oder? Weil hier noch keine ist. Genau, also das hier ist noch Work in Progress auf jeden Fall. Aber mal so was von, mit drei Ausrufezeichen dann. Die Straßenschäden sind auch ganz realistisch hier, ist schön. Bisschen Abwechslung. Hier würde ich mir wünschen, dass auch die Häuser ein bisschen vielfältiger werden. So, vorhin sind wir davon links gekommen, jetzt fahren wir also geradeaus, oder? Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier die Ampeln überhaupt funktionieren. Deswegen fahre ich einfach mal bei Rot rüber. Also hier hatten wir dann Leimgardsfeld. Das war jetzt hier nicht in unserer Hofdatei mit drin. Und dann fahren wir jetzt Richtung Philippusstift. Dann fahren wir jetzt geradeaus. Genau, vorhin kamen wir dann hier von links, ne? Ja. Ah, hier, na, seht ihr. Darf nicht sein, ne? Das eins rot ist, eins grün. Muss natürlich noch bearbeitet werden. Passiert.
So, hier ist wieder eine Haltestelle. Die gucken wir uns mal an. Philipposstift, ja. Da müssen wir eigentlich hier anhalten. Eigentlich, aber wenn wir jetzt hier links fahren, dann haben wir da gleich unsere Haltestelle. Auch mit einem, ja, Haltestellenhilfsfall sozusagen. Also hier steht 101, 103, ne? Das heißt also, eigentlich wäre da hinten unsere Haltestelle gewesen. Hier ist sie aber beschriftet, ne? Was ist denn das für ein Objekt hier? So, es ist eigentlich eine Straße hier, oder was? Oh, ist aber gut gemacht, nicht schlecht. So, Easter Egg, immer Chaos. Oder spricht man das anders aus? Oder Edge, also Edge heißt, ist ja Microsoft Edge, EDGE. Ein Easter Egg schreibt man aber komplett anders. Mit 2G. Das weiß sogar ich, obwohl ich richtig schlecht Englisch spreche. Also der Germania-Platz, der ist top, ja. Also Bussteig hier, top. Gefällt mir richtig gut hier. Der ist richtig gut gemacht. Hier wird auch noch weiter gebaut. Sehr schön. An mir gefällt es. Das ist schön geworden hier. Und wird natürlich auch noch schöner, ne? Nicht vergessen. Da hatten wir also Germania-Platz und dann kommt jetzt Leimgatzfeld, komischerweise. Würden wir dann jetzt hier in Leimgatzfeld und dann würde was kommen, da würde es zurückgehen. Oder ist hier ist Leimgatzfeld dann oder was? Nee. Hier geht es dann wieder Otto Brennerstraße. Geht es dann hier wieder zurück, ja. Dann fahren wir jetzt hier nochmal zurück. Zeige euch nochmal die Tour hier. Also ein bisschen chaotisch ist es hier, ne? Es ist nicht ganz einfach, aber wurscht. Wobei mir hier die Ampeln auch ganz schön auf den Sack gehen. Die scheint viel zu funktionieren. Ich breche die Tour aber trotzdem mal hier ab jetzt. Und versetze uns mal woanders hin. Auf dem Bauabschnitt 0.7, 0.8 versetze ich uns jetzt mal. Hier ist er. Das ist also praktisch dieser Teil, wo wir schon waren. Dann gibt es den 0.9er noch, 0.91. Steht wahrscheinlich für die Version dann, nehme ich an. Das sieht folgendermaßen aus. So, das heißt, du hast hier eine Kirche. Da kannst du noch nicht drumherum fahren. Ist das hier? Also hier wird gebaut und gebaut, ja. Genau, dann haben wir hier noch eine Haltestelle. Berge Borbeck Bahnhof. Mhm. Ja, auch nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus, ne? Dann haben wir noch den Bauabschnitt 1/2. Das ist der hier. Das ist nochmal ein bisschen anders. Bocholder Straße. Ne? Geht's hier lang. Zack. Bergmühle. Busampel. Ja. Genau, hier ist dann noch wieder Endstation. Geht's dann noch weiter. Irgendwann. Von hier werden auch noch welche kommen. Ne, nee, also ich denke mal, hier braucht man nicht ausbauen. Nur wo eben die 101, 106 und 170 langfahren. Und dann gibt es ja noch eine private Linie, habe ich gesehen. Da gucke ich jetzt auch mal, was mich da noch erwartet hier. Ah, das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Moment. Lol. Ah, lol, das sieht ja nice aus hier. Ja, das ist praktisch. Wir sind erst 170 da lang gefahren und wir hier geradeaus, wenn hier geradeaus fährst. Das sieht doch schon richtig gut aus hier mit Parkplätzen.
Und jetzt hier lang, genau. Auch so eine Art Allee, nicht schlecht. Ein Supermarkt hier noch mit hingebaut. Easter Egg. Willkommen zu Hause. Hier Easter Egg richtig geschrieben. Düppenberg und dann ist hier auch wieder Feierabend, ne? So, dann hoffe ich natürlich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat hier, dass ihr ein bisschen was über die Map jetzt wisst. Und schreibt gerne eure Meinung zur Map in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und ciao, ciao.